Hallo zusammen, herzlich willkommen. Ich möchte gerne dir jetzt in diesem Video ein paar Impulse mit auf den Weg geben, wie du dein Portfolio mega aufwerten kannst, ohne ein After-Wedding-Shooting oder ein Style-Shooting zu absolvieren. Hast du Bock? Dann lass uns starten. Und zwar funktioniert das Ganze relativ einfach mit einem Mini-Shooting während der Feier, also das heißt direkt auf der Hochzeit. Wenn du jetzt zum Beispiel als Hochzeitsfotograf für 10 oder 12 Stunden gebucht bist, sage ich zum Beispiel meinem Brautpaar immer, hey, wir haben ein Hauptshooting, das ist cool, dafür planen wir auch 1,5 Stunden, 2 Stunden ein, damit wir richtig paar schöne, krasse Bilder machen können, ja, zu einer bestimmten Tageszeit. Und sehr, sehr oft ist es einfach so, dass das Shooting kurz nachmittags gemacht wird, meistens 12 Uhr, 1 Uhr, 14 Uhr, je nachdem. Ja? Also das sind so ungefähr die Zeiten, so gegen die Mittagszeit. Ja? Und das ist auch gut so. Ja? Da machen wir richtig schöne Bilder und dann während der Feier hole ich mir nochmal das Brautpaar zur Seite und wir gehen raus, machen Bilder. Wann geschieht das meistens? Also ich für meinen Teil, für die Bilder, um mein Portfolio aufzuwerten, um richtig nochmals andere Bilder zu kreieren. Also nicht die, die man jetzt zum Beispiel während des Tages gemacht, sondern ein ganz andere Bilder zu kreieren, mache ich meistens, wenn es draußen schon richtig dunkel ist. Das bedeutet, wenn das Brautpaar seinen eher Eröffnungstanz getanzt hat, dann die ganzen Gäste auf die Tanzfläche gestürmt sind und dann ein wenig getanzt haben, hole ich meistens das Brautpaar raus und sage, hey, lass uns mal rausgehen. Ich habe was vorbereitet und wir machen jetzt mal richtig, richtig krasse Bilder. So, ja, und dafür plane ich meistens immer so circa 1/2 Stunde ein, je nachdem, wie viel Zeit dann auch wirklich vom Programm her zur Verfügung steht. Die Zeit nehme ich mir auch, weil ich einfach in dieser Zeit auch richtig schöne Bilder für das Brautpaar kreieren möchte. So, wie mache ich das? Und dafür möchte ich jetzt einfach mal ein paar Impulse geben und ich werde jetzt auch zwischendurch ein paar Bilder einblenden, so Ergebnisbilder, damit du auch siehst, was eigentlich alles möglich ist mit den Sachen, die ich dir jetzt auch gerade zeige, was man also auf der Hochzeit machen kann und wie du dann auch wirklich dein Portfolio, das heißt die Bilder, aufwerten kannst. Also das heißt, dass du ganz, ganz andere Bilder schießt, wie eigentlich so auf dem oder während des regulären Fotoshootings. Also fangen wir mit dem ersten Punkt an und zwar, was ist das? Das sind Streichhölzer, Rauchstreichhölzer. Ja? So sehen die Dinge aus. Das heißt, ich mache dann meistens immer so ein bisschen Rauch. Ich blende jetzt einmal 1, 2 Bilder ein. Ich stelle meistens einen Blitz hinter meinem Brautpaar. Dann werden praktisch hier diese Rauchstreichhölzer gezündet. Es gibt richtig viel Rauch und dann gibt es ein paar richtig, richtig krasse, kreative Bilder mit Blitz im Hintergrund, mit Rauch, mit Silhouetten und so weiter. Und die Dinger kosten irgendwas, ich glaube 15 Euro. Oder so, oder 10 Euro, ich weiß es jetzt nicht mehr. Gibt es bei Amazon Rauchstreichhölzer. Sehr, sehr geile Sache. Kann man wirklich sehr, sehr gut und schön kreative Bilder damit machen. Ne? Das ist Punkt Nummer 1 oder 1 von vielen. Dann habe ich mir solche Taschenlampen gekauft. Ne? Taschenlampen, ja, du siehst hier, mit verschiedenen Farben. Und ich werde dir auch mal so ein Bild einblenden, was ich jetzt zum Beispiel mit so einer Taschenlampe gemacht habe oder was man damit machen kann, um da einfach so ein bisschen, ich sage jetzt mal, sein Portfolio aufzuwerten, seine Bilder aufzuwerten. Und zwar, ich habe 3 Stück davon. Ja, 3 Stück davon. Und je nachdem, welche Farbe man jetzt wählt, kann man natürlich dementsprechend auch punktgenau das Brautpaar auch bestrahlen. So, bei dem lässt sich das nicht drehen. Kann man das Brautpaar bestrahlen. Das heißt, man strahlt das Brautpaar an und dann hat man eine schöne Farbkontraste im Bild, die man auch herstellen kann. Ist natürlich nicht für jeden was, ja, aber ist eine Sache wert, um dann damit einfach mal ein bisschen rumzuspielen. Ja. Also so eine Taschenlampe, die kosten auch irgendwas an die 20 Euro, 15 Euro je Stück und damit kann man auch wirklich richtig, richtig schöne Bilder kreieren. Ne. Also ihr habt jetzt einfach mal 1, 2 Bilder gesehen, was ich jetzt damit gemacht habe. So, dann, was man ebenfalls noch machen kann, das ist aber eher so Rauchpatron. Ja, die Box ist schon leer, da waren jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Stück drin. Rauchpatronen, die macht man aber eigentlich dann, wenn es noch
draußen relativ hell ist. Das kann man zum Abend hin machen, wenn der Sonnenuntergang stattfindet, damit man auch noch diese Farben sehen kann. Ja, ansonsten in der Dunkelheit macht es wenig Sinn, weil man da meistens eher die Farben schlecht erkennen kann. Ja, das heißt, zum Abend hin Rauchpatronen anzünden, dem Brautpaar in die Hand geben, ab geht die Party und damit einfach richtig geile Bilder machen. Ja. Die färben auch eigentlich nicht ab, also von daher kann man das wirklich auch ohne Bedenken nutzen. Ja, schon ein paar Mal ausprobiert, funktioniert sehr, sehr gut. Und eins möchte ich euch noch zeigen, und zwar, ich habe das jetzt hier, so einen, ich sag jetzt mal, Regenschirm, durchsichtigen Schirm. Den habe ich jetzt hier, wie ihr sehen könnt, mit einer Lichterkette bestückt. Ja. Das bedeutet, ich zeige euch jetzt einfach mal ein paar Bilder, blende das Ganze mal kurz ein. Ich zünde oder mache das, schalte mal das Ganze ein hier, mal gucken. Wo haben wir jetzt den Einschaltknopf? So, ne? Ich mache den Schirm jetzt nicht komplett auf, ansonsten passt es jetzt hier nicht in den Rahmen rein. Aber man sieht jetzt hier, dass einfach hier dann dementsprechend der Schirm eigentlich am Leuchten ist. Und du siehst jetzt einfach mal ein, zwei Bilder, was man damit machen kann und wie geil das auch wirklich aussehen kann, wenn man den Schirm jetzt auch wirklich richtig, richtig nutzt. Und wenn es halt richtig dunkel draußen ist, dann sieht man natürlich diese Lichterketten umso eher und umso besser. Und dementsprechend hast du auch einen wirklich krassen Effekt. Was du aber noch machen kannst, dass du jetzt zum Beispiel separate Lichterketten, ich habe jetzt 3 Stück von diesen Lichterketten, die sind ungefähr, ich glaube, 5 Meter lang. Und die habe ich in 2 verschiedenen Farben. Einmal in diesem Weiß, also diesem Gelb, Gelb-Weiß, und einmal in Blau. Und das bedeutet, ich zeige dir jetzt auch mal ein Bild davon oder dazu, dass man das Ganze um das Brautpaar drumherum binden kann und dann dementsprechend auch seine kreativen Bilder machen kann. Ja? Funktioniert wunderbar. Wie gesagt, brauchst du einfach dafür ein bisschen Zeit, 10 Minuten, 20 Minuten, um solche Bilder herzustellen. Aber wenn du diese Bilder hast, ja, wenn du diese Bilder hast, dann ist es natürlich umso schöner und umso geiler, wenn es dann halt auch wirklich funktioniert hat und dann dementsprechend du solche Bilder auch deinem Brautpaar bieten kannst, aber auch für dein Portfolio solche Bilder rausstellen kannst, weil nicht jeder macht solche Bilder, weil man sich vielleicht nicht traut oder sagt, hey, ich habe schon ein Fotoshooting, oder man kennt das vielleicht noch nicht und hat es bis jetzt noch nicht ausprobiert. Was ich auch noch sehr, sehr oft nutze, das habe ich jetzt aber leider nicht hier, und zwar die Wunderkerzen. Dazu blende ich dir jetzt auch einfach ein Bild mit dazu ein, wie ich das mit den Wunderkerzen gestalte und was man da alles machen kann. Und es gibt wirklich sehr, sehr krasse und kreative Bilder, die man so normalerweise während eines normalen Shootings am, ich sag mal, während des Tages, ja, um die Mittagszeit und so weiter, nicht herstellen kann. Ja, deswegen lohnt sich das auch natürlich sehr, wenn du jetzt das Brautpaar für diese 30 Minuten, 40 Minuten, je nachdem wie viel Zeit dann zur Verfügung ist, rausholst und dann dementsprechend ein paar richtig geile Bilder machst. Ganz, ganz wichtig auch dazu, dass du im Vorfeld das Ganze mit deinem Brautpaar besprichst, dass du sagst, hey, schaut mal, ich mache das gerne immer so, ja, wir haben unser Hauptshooting, das ist alles cool, dann aber während der Hochzeit plant einfach mal, dass wir vielleicht für eine halbe Stunde rausgehen und dann einfach mal schöne Bilder machen. Ja. Und wenn du dann solche Bilder dem Brautpaar zeigst, ne, dann werden die 100% auch dafür sein und die werden auch Zeit finden, wann sie diese Bilder auch machen werden oder beziehungsweise überlassen es dir, wann du diese Bilder machen kannst. Und ich habe es auch sehr oft so gemacht, auch wenn es jetzt draußen geregnet hat, sind wir trotzdem mit dem Brautpaar rausgegangen, haben draußen richtig krasse Bilder gemacht, auch im Regen. Ja, da war das Brautpaar auch einverstanden, einfach mal ganz andere Bilder zu machen. Jetzt nicht immer ja, diese Sunset-Bilder und so weiter, sondern einfach mal so in der Dunkelheit mit Blitz hinten dran, mit Leuchten im Hintergrund und dann dem Regen im Vordergrund, ergibt natürlich richtig, richtig krasse Effekte. Bilder, die man so normalerweise nicht sieht und die nicht jeder auch natürlich hat. Ja, das war jetzt so ein paar Punkte, die ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte, ja, die du auch dann nutzen kannst für dein Fotoshooting bzw. für das Mini-Fotoshooting während der Hochzeit. Probier es einfach mal aus, wirklich, probier es einfach mal aus, sprich mit deinem Brautpaar. Die Hochzeitssaison startet ja demnächst bald und klappere einfach mal deine Brautpaare ab, telefoniere sie mal ab und schlag das denen einfach mal vor, dass sie da einfach schon mal in ihre Planung diese Zeit schon mal mit einplanen können oder berücksichtigen sollten und dann dementsprechend kannst du das auf der Hochzeit machen. Ich kann dir versprechen, du wirst richtig krasse Bilder kreieren, die du so vorher nicht gemacht hast
und dementsprechend wirst du dein Portfolio mega, mega krass aufwerten, was dich natürlich wiederum von anderen Fotografen abhebt, wodurch du natürlich auch wieder Privileg hast, wenn Brautpaar auf deine Seite drauf geht, auf Instagram und sich einfach diese Bilder anschaut. Ich hoffe, das war dir jetzt hilfreich, ja, dieses Thema. Wenn ja, dann tu mir einfach mal den Gefallen, like einfach mal das Video, teile das mal bitte, wenn es dir nicht schwerfällt, ja, damit es auch die anderen sehen. Und es würde mich mal mega, mega freuen, wenn du ja, einfach mal vielleicht den Kanal jetzt hier auch mit abonnierst und dann dementsprechend weitere Impulse zu solchen Videos, zu solchen Themen bekommst. Ja. Und wenn du einen Vorschlag hast, welches Video, welches Thema du gerne behandelt haben möchtest, dann hey, scheu dich nicht, schreib mich einfach an und ich werde gucken, dass ich so ein Video aufbereiten kann und dementsprechend das zur Verfügung stellen kann. Ne? Damit, weil meine Intention ist einfach, so viel Input und so viel Wissen euch mit an die Hand zu geben, damit ihr da dementsprechend auch auf die Hochzeit fahren könnt, ohne Angst zu haben, dass ihr irgendwas falsch macht, dass ihr aber auch dementsprechend richtig, richtig geile Bilder kreiert. Für euch, aber auch natürlich klar, ganz klar für eure Kunden, also für eure Brautpaare. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.